Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle. Also wenn ich hier in die Runde schaue, es sind eigentlich lauter bekannte Gesichter, viele bekannte Gesichter, die mich schon recht lange an dieser Universität begleiten. Selber bin ich nächstes Jahr dann schon 30 Jahre an der BOKU und wahrscheinlich bin ich deshalb auch auserkoren worden, diese 25 Jahre Arbeitskreis Revue passieren zu lassen. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn die Abkürzung AKGL gekommen ist, hat großes Kopfschütteln. Was heißt das? Ist das jetzt eine Gleichbehandlungskommission? Den Ausdruck höre ich heute überhaupt hin und wieder immer noch. Es ist noch immer nicht ganz durchgedrungen, wie wir heißen. Arbeitsgruppe für Frauen, Fragen und Rechte oder Arbeitsgemeinschaft für Gleichberechtigung, Arbeitskreis für Frauen, Arbeitskreis für gutes Leben. Alles Mögliche ist aufgetaucht. Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen. So haben wir oder hat der Arbeitskreis immer geheißen, auch wenn es immer ein großes Rätselraten darum um diese Abkürzung gab. 1991, also konstituiert im Juni aufgrund des Paragraph 106 des damaligen UOG 75. Was stand da jetzt? An allen Universitäten und Hochschulen künstlerischer Richtung ist vom obersten Kollegialorgan je ein Arbeitskreis einzurichten, dessen Aufgabe es ist, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes, und damals ist wirklich nur um dieses Thema gegangen, durch Kollegialorgane der Universität bzw. Hochschule künstlerischer Richtung entgegenzuwirken. Ja, ein hehres Ziel. Und wenn wir in die Vergangenheit des Arbeitskreises schauen, die erste Vorsitzende war Frau Professorin Stefanie Czech. Warum? Unser Rektor hat es schon angesprochen, sie war die einzige Professorin damals an der BOKU. Nach Inge Diermhirn ist sie dann die nächste gewesen und 1991 gab es nur eine Professorin. Die weiteren Mitglieder, es hat vier Mitglieder vom Arbeitskreis gegeben, waren die Kolleginnen Kreuz, Sokup und Hage. Es hat noch keine fixen Regelungen gegeben für Personalaufnahmeverfahren und wie man da die Gleichbehandlung irgendwie hineinbringt. Und ein Passus, der über viele Jahre, kann ich mich erinnern, Kopfschmerzen bereitet hat, war der Satz: vorrangige Aufnahme von Frauen bei gleicher Qualifikation. Ich weiß nicht, wie oft ich das erklärt habe, was gleiche Qualifikation heißt und dass das gar nicht so schlimm ist, wenn man diesen Passus drin stehen hat. Man muss nur begründen können, wenn man zwischen einem Mann und einer Frau unterscheidet, warum nehme ich den Mann? Wenn man dann hört, naja, er muss Kisten schleppen, da habe ich dann einmal gesagt, naja, aber wenn ein Mann einen Bandscheibenvorfall hat, dann geht das auch nicht. Also der Satz, der immer noch gültig ist und auch Gott sei Dank noch gültig ist, weil es gibt immer wieder noch Diskussionen. Ich hoffe, dass der halbwegs jetzt in die Köpfe schon eingedrungen ist. Ein Diagramm, ich werde nur ein Diagramm bringen, eben 1991 eine Professorin, 2015 15 Professorinnen, es ist bergauf gegangen. Aber es ist grundsätzlich mit den Professoren, Professorinnen aufwärts gegangen in der Zahl. Dennoch wichtig, weil wir wissen ja, dass heutzutage die ganzen Gremien, Kommissionen mit Frauen auch zu besetzen sind und der Pool an Frauen ist nach wie vor ziemlich gering und die Last, die daher auf den Kolleginnen ruht, ist eine relativ große. Ich gehe jetzt ein bisschen chronologisch durch die Geschichte des Arbeitskreises, weil wenn es schon heißt 25 Jahre Arbeitskreis, dann nehme ich mir das auch heraus. 1994 ist der Arbeitskreis größer geworden und 1995 hat dann Professorin Caroline Jetzig den Vorsitz übernommen. Es gab die ersten Ansätze, dass Unterlagen für Personalaufnahmen auf Bitte des Arbeitskreises an den Arbeitskreis übermittelt wurden.
Ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu können, dass der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen an der BOKU immer sehr konstruktiv war. Und da schaue ich in die Richtung unserer Altrektoren und unseres Rektors. Der Arbeitskreis hat sich immer bemüht, nicht dagegen zu arbeiten, sondern immer mitzudenken, mitzuarbeiten und zum Beispiel, wenn eine Ausschreibung für eine freie Stelle hinausgegangen ist, dass man gleich die langsam wachsenden Frauennetzwerke auch bemüht hat, diese Ausschreibungen weiterzugeben, um eben möglichst auch weibliche Bewerberinnen zu bekommen. Die Eva Bloss war so nett und hat mir also einiges zusammengesammelt an Daten und Fakten und Highlights im Arbeitskreis. Und ein Highlight, so witzig es ist, war, wir bekamen einen eigenen Schaukasten. Im Gregor-Mendel-Haus, da wo man ins Untergeschoss hinuntergeht, auf der rechten Seite, kann ich mich noch gut erinnern, aber wir durften einen Schaukasten bespielen. Ja, 96 Aufstockung der Arbeitskreismitglieder auf 12 Mitglieder. 96 bin auch ich zum Arbeitskreis gekommen und irgendwann habe ich dann mal gesagt, das ist schon erstaunlich, dass man selbst als Arbeitskreismitglied und dann spätere Vorsitzende an einer Universität Karriere machen kann und ins Rektorat kommt. Ist, glaube ich, auch nicht immer so einfach. 1997 eine Veranstaltung, der erste feministische Salon. Da ist natürlich großes Gemurmel herum gewesen bei den männlichen Kollegen. Feministischer Salon, was ist das? Was machen die da? Ja, Frauen an der BOKU war der Titel, es war nicht anders als die Vorstellung des ÖH-BOKU-Frauenreferats und des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen. Also nichts irgendwie Böses. 99, ein Highlight. Der Arbeitskreis bekommt ein eigenes Büro in der Baracke. Damals Baracke 2, später dann Baracke 5. Absolute Ruhelage zwischen Pensionistenheim und Friedhof. Aber man konnte trotzdem, man konnte genau vielleicht deshalb sicher sein, wenn man mit Anliegen zum Arbeitskreis gekommen ist, dass das wirklich sehr unbemerkt passieren konnte. Damals hat Frau Mansouri Mashadi und Frau Butschek über einen freien Dienstvertrag dieses Büro geführt. Das Bundesgleichbehandlungsgesetz wird novelliert, es kommt zur Bekanntmachungspflicht für alle Funktionen und höherwertigen Arbeitsplätze, die nicht bereits einem Ausschreibungsverfahren unterliegen. Und Arbeitskreis wird neu aufgesetzt und zum Erstaunen vieler, es gibt Männer in dem Arbeitskreis. Wir haben gesagt, Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, warum sollen da nicht auch Männer drinnen sitzen? Von den Professoren war es Caroline Jetzig und Professor Peter Lechner und Professorin Krom-Kolb. Mittelbau, meine Wenigkeit, Kollegin Brigitte Klug und Kollege Pelikan. Allgemeines Personal, Frau Mansouri, Frau Ostertag und Frau Sokup, bei den Studis Frau Schopfhauser, Ehrenreuter und Gruber. Aber mein, lesen können Sie das selber. Aber Sie werden sich vielleicht an viele Kollegen und Kolleginnen erinnern. Manche, die aus dem Kreis der Studierenden dann an der BOKU geblieben sind und jetzt bei uns weiter tätig sind. Im Mittelbau auch noch Kollegin Heist Sieger und Margareta Patzelt und Herr Haffellner kam auch noch dazu. Und es gab eine eigene Planstelle für den Arbeitskreis. Auf das komme ich dann gleich noch zurück. In der Zeit ist auch die erste Homepage entstanden, also Schaukasten plus Homepage. Es geht aufwärts. Wir dürfen an den Sitzungen der Berufungskommissionen teilnehmen. Es gibt einen Leitfaden für Ausschreibungen bzw. Nachbesetzungen und das Thema Beruf Kind wird sehr thematisiert, im späteren dann auch Betreuungspflichten allgemein. Das ist eine logische Weiterentwicklung gewesen.
Und der Arbeitskreis stellt sich damals bei den Institutsvorständen vor. Ich durfte dann 2001 den Arbeitskreis übernehmen und ich wollte es mir nicht nehmen lassen. Dieses Bild wollte ich einmal öffentlich zeigen, weil manchmal war mir danach, das bin ich wirklich selber, im Arbeitskreis Büro war damals Helga Bloder tätig. Ja, dann das nächste Steinchen, das bis heute ein Problem ist. Wir haben im neuen BOKU-Magazin wieder einen Leitfaden drinnen, wie geschlechtergerechte Sprache denn ausschauen könnte. Jedenfalls nicht so wie auf der Zeichnung von Uli Stein. Hallo liebe Kinderinnen und Kinder, man muss nicht überall das Innen anhängen. Ein bisschen ja, ist vielleicht auch Kreativität dabei. Also es gab nun einen Leitfaden zur geschlechtergerechten Sprache und eine erste Bedarfserhebung, was Kinderbetreuung, Möglichkeiten und Vereinbarkeit, Familie, Studium, Beruf an der BOKU betrifft. Gleichzeitig auch das Universitätsgesetz 2002. Ja, die AG Universitätsfrauen wird gegründet, das ist ja schon angesprochen worden heute. Es gibt einen eigenen BOKU-Frauenförderplan und dann ein Highlight, kann ich fast sagen. Eva Bloss kam zu uns an die BOKU. Wir hatten den Posten für das Sekretariat des Arbeitskreises ausgeschrieben. Kann mich noch gut erinnern, eine Reihe von Bewerbungen ist hereingeflattert und eine Bewerbung war von der Frau Magistra Bloss. Jetzt haben wir gesagt, okay, ja, die können wir nicht auf einen Sekretariatsposten geben. Ja, aber Rektor Dürrstein sagt, wir müssen sparen. Was können wir da aushandeln? Und dann haben wir etwas gemacht, was einzigartig bei den österreichischen Universitäten war und wo wir auch ja, viel Zweiflerinnen hatten, die gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Eva wurde nämlich halbiert. 50% Büro des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen und 50% für die Co-Stelle. Das war unser Deal, für den ich heute noch dankbar bin, weil es funktioniert wunderbar, ganz besonders die Vernetzung zwischen dem Büro des Arbeitskreises und der Co-Stelle ist genial. Ja, seit 2003 begleitet uns Eva nun hier an der BOKU. Und die Aufgaben, ist auch schon von unserem Rektor angesprochen worden, werden mehr, werden immer mehr. Das Bundesgleichbehandlungsgesetz wurde novelliert und es kommt der Diskriminierungsschutz im Allgemeinen dazu, die ethnische Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, Alter, sexuelle Orientierung. Das heißt, das Aufgabenfeld wird viel breiter, viel größer. Gleichzeitig ist das eine Weiterentwicklung in der Bedeutung einer Gleichbehandlung und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Kleiner Nebensatz, das Büro übersiedelt von Baracke 2 in Baracke 5. Ja, wir haben sicherlich die schnellsten Frauen der österreichischen Universitäten. Neben den Agenten des Arbeitskreises hat es natürlich auch andere Events gegeben, zum Beispiel die Teilnahme am alljährlichen Frauenlauf. Das ist das erste Team, Sie werden vielleicht manche erkennen, aber ganz prominent vorne Professorin Gromb-Kolb und daneben unsere Büroleiterin. Im gleichen Jahr gab es auch den Bäuerinnentag, den ersten Bäuerinnentag, der mittlerweile auch jährlich stattfindet. Und unsere heißgeliebte Aqua-Erhebung zur Gleichstellung und Frauenförderung an den österreichischen Universitäten. Das ja, war eine recht spannende Zeit. Ein paar Eindrücke noch von den folgenden Frauenläufen und ich kann Ihnen sagen, sowohl Helga Gromb-Kolb als auch Monika Sieghardt sind wirklich unsere schnellsten Frauen und machen auch bei Halbmarathon mit, schlagen so auf das ganze restliche Feld
so von 0 auf 100. Also wir können wirklich mit Fug und Recht sagen, wir haben die schnellsten Frauen an der BOKU. Es gab natürlich auch andere Gelegenheiten, sich gemütlich zusammenzusetzen und zu vernetzen, Dinge zu besprechen, in dem Fall einmal beim Heurigen, auch über den Frauenförderplan zu plaudern, bevor man den Wein genießt. Also so ist es dann auch wieder nicht. 2007 hat meine Amtszeit geendet. Ich habe das nur deshalb auf das Bild geschrieben, weil man sich wundern wird, warum da ein Buch überreicht wurde, offensichtlich nordische Impressionen. Ja, nochmal. Damals ist aber, was wichtiger ist, die zweite Bedarfserhebung von wegen Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit, Familie, Studium, Beruf an der BOKU durchgeführt worden. Und 2008, aber ein fließender Übergang, hat Magistra Beate Hoppmeier den Vorsitz des Arbeitskreises übernommen. Es geht mit den Aktivitäten steil bergauf. Ein Informationsvortrag zu Burnout und Stressprävention, dann die Ausschreibung des Dirnhirn-Förderpreises für genderspezifische Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen. Auf die Gesetzesnovelle gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ich möchte nur, obwohl Monika Sieg hat ja dann da mehr dazu berichten, ich habe den Brief, den Originalbrief hier ein Stück daraus kopiert, weil es für uns so schön war, dass wir noch eine Antwort auf unsere Frage, ob wir den Preis, der vergeben werden soll, nach Inge Dirmhirn benennen dürfen. Wir hatten damals an Inge Dirmhirn geschrieben und das ist der erste Teil ihrer Antwort, wo sie ihre Zustimmung gibt und sagt, ja, ich stimme Ihrem Vorschlag zu, denn ich glaube, dass trotz der vielen Erleichterungen für das Studium von Frauen in den letzten Jahren gerade in den Naturwissenschaften und im Ingenieurwesen noch immer manchmal für Frauen Hürden zu überwinden sind, die ausschließlich genderbezogen erscheinen. Zu einem Besuch ist es dann leider nicht mehr gekommen, aber wir hatten die offizielle Zustimmung. Wichtig waren dann im weiteren Netzwerktreffen an der BOKU mit den Kolleginnen, überwiegend Kolleginnen aus den anderen Arbeitskreisen, zum Beispiel auch zum Thema für Vereinbarkeit von Beruf, wissenschaftlicher Tätigkeit und Familie. Das war eines der Themen. Genderspezifische Lehrveranstaltungen wurden zusammengesammelt von den österreichischen Universitäten und in ein eigenes Vorlesungsverzeichnis gepackt, in das Frauenforscherin. Es gab am Gesundheitstag der BOKU auch einen Infostand des Arbeitskreises zu dem Thema Frauenförderung, Frauengesundheit, Frauensport, und das Universitätsgesetz schrieb erstmals eine 40% Frauenquote vor. Wie war die Karikatur ist, brauche ich glaube ich nicht näher erwähnen. Es war dann natürlich notwendig, dass man den Frauenförderplan entsprechend aktualisiert und auch einen Tag der offenen Tür wiederum zum gegenseitigen Kennenlernen oder besser Kennenlernen initiiert. Was aber für uns wirklich, und da möchte ich mich jetzt auch von hier noch einmal bei Ihnen bedanken, Herr Dirmhirn, wahnsinnig gefreut hat, dass der Dirmhirnpreis, der Inge Dirmhirnpreis so am Leben erhalten wird und dass wir wirklich jedes Jahr Masterarbeiten, Dissertationen hier fördern können, die einen genderspezifischen Inhalt haben. Ja, jetzt fische ich eigentlich schon in fremden Gewässern. Ich habe mich vom Arbeitskreis verabschiedet. Eigentlich schon 3 Jahre vorher, ja, weil ich ins Rektorat gewechselt bin. 2013 war aber die Übergabe des Vorsitzes von Beate Hoppmeier zu Cornelia Kasper. Was die kontinuierliche Entwicklung in keinster Weise gebremst, nein, im Gegenteil noch gefördert hat.
Neue Ideen sind gekommen, Club Scientific Netzwerk ist gegründet worden. Es findet ein AG Kluna Netzwerktreffen an der BOKU statt. Es gibt einen Austausch zum Thema Gender Mainstreaming und Gleichstellung mit Vertreterinnen der Innovative University of Eurasia Kasachstan. Also das geht schon ins Internationale. Und weil das Internationale uns an der BOKU sehr wichtig ist und auch in der Einleitung schon von unserem Rektor auch angesprochen wurde, hat der Arbeitskreis, und auf diesen Link möchte ich also wirklich sehr hinweisen für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, die Intercultural Snapshots mit unserem Medienzentrum gemeinsam gemacht. Ein absolut sehenswerter, kurzer Film, der ein paar von den Missverständnissen, die es so in unserem Alltag, in unserem Umgang miteinander gibt, mit anderen Kulturen gibt, sehr humorvoll aufbereitet. Wichtig war auch ein Workshop Professionelle Kommunikation im Hochschulkontext unter besonderer Berücksichtigung von Gender- und Diversity-Themen und Fragestellungen. Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Betreuungspflichten. Dort sind wir jetzt gelandet und das ist ein wirklich ausgesprochen wichtiges Thema. Der Arbeitskreis hat ein Coaching-Programm gestartet, Women Science Circle. Der Arbeitskreis ist auch sehr intensiv involviert in die Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Es ist auch unsere Kinder-BOKU und Young Scientist Leiterin bei uns hier anwesend, Martina Fröhlich, und gleichzeitig Mitglied des Arbeitskreises jetzt. Und Planung eines Arbeitskreis-Mobilitätszuschusses. Hat natürlich jetzt mit dem Fahrrad nur bedingt was zu tun, sondern es geht darum, die Mobilität innerhalb des Studiums, während des Studiums zu fördern. Ja, und damit geht es schon ein bisschen dem Ende zu. Ich möchte Ihnen den Satz mitgeben, auch wenn es manchmal unmöglich erscheint, sollte Frau nichts unversucht lassen, sich Gehör zu verschaffen. Und in diesem Sinn wünsche ich dem Arbeitskreis alles Gute zum Geburtstag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Applaus